Ich weiß, es gibt auch die unglaublich viel beten. Es gibt solche. Vielleicht haben sie von Gott das erhalten oder sie haben vielleicht als Schutzengel einen Seraph oder einen Cherubim, wo das Beten das Beste ist. Aber etwas darf man nie auslassen, was sehr wichtig ist. Kurze Sätze, kurzes Denken an ihn. Ein kurzes, ein Liebeswort an Gott. Denk an deinen Schutzengel. Der strahlt da gerade auf, das ist wie, als ob er aufentflammt, wenn du etwas Liebes sagst zu Gott. Wenn es nur das einfache Wort ist, ich liebe dich. Oder hilf mir, dich zu lieben. Es ist ja, hast du viel, bekommst du viel Liebe, kannst du auch den Nächsten lieben. Ihr müsst wissen, die armen Seelen, die können für sich nichts mehr tun. Aber sie können für uns vieles tun. Wir können auch die armen Seelen als Helfer nehmen. Und glaub mir, wenn du eine arme Seele für sie, ach, es gibt so viele kleine Möglichkeiten, Weihwasser geben, geweihte Kerzen mal brennen lassen, oder ein kurzes Gebet. Der Schmerz aber, wo sie haben, finden sie gerecht, die armen Seelen. Aber er ist gewaltig. Was sie, wenn wir etwas Gutes tun, wenn wir nur zwei, drei Tropfen Weihwasser so denen zusenden, das hilft ihnen, wo sie, wie viel ist das? Rein? So? Kurz Gedanke? Das ist ja nicht einmal eine Sekunde vielleicht, nicht einmal, aber das hilft die armen Seelen, aber was wir damit helfen, müssen die armen Seelen noch für einen Monat leiden. Das können wir tun für die armen Seelen.